Holger? Holger? Beim letzten Aufnahmeversuch wurden ausgelassene Bilder entdeckt. Ich habe jetzt nochmal neu gestartet. Ja, gleich neu starten. Ja, habe ich ja gerade. Ja, gut, musst du. Geht ja nicht anders. Jennifer! Jennifer! Christoph, ja. Dann geh mal ganz kurz auf die Anzeigetafel und zieh dann auf. Auf die Anzeigetafel und da aufziehen. Schnell. Dass die Zeit haben und dann wissen, wo sie ist. Das war beim Rausziehen, ne? Ich habe ihn noch nicht rausgezogen. Soll ich ihn rausziehen? Nee, ist er fertig? Ja, ja. Dann zieh ihn raus. Lieber jetzt als gar nicht. Läuft er weiter? Gut, dann weiter. Weiterläuft. Ja, Christoph kann das ja sehen. Was kann ich sehen, ob weiterläuft? Ob der läuft. Wo soll ich was sehen, ob es läuft? Auf dem Computer. Hm. Ich sehe, ob meine Kamera läuft, aber ich gucke mir am Computer drauf. Ja, das kam, die Meldung kam genau in dem Moment, wo er fertig war mit Konvertieren. Ich schätze mal, dass das daran liegt. Und jetzt sagt er, er läuft ganz normal. Konvertiert mich auch gleichzeitig auch mein Aufzeichnis immer. Nicht so gut. Monitor, läuft da? Der? Ja, so ruckelig so ein bisschen, ne? Aufnahme läuft. Machst du Final Cut Aufnahme? Ja, brauchst ja nur den großen Aufnahmemonitor. Thank you.
Thank you.
Meine Damen und Herren, bei 1500 Zuschauern hier im Erika Fisch Stadion. Thank you.
läuft. Hast du das Tor drin gehabt? Welches? Nach dem Spiel brauchst du mich ja nicht mehr. Du machst noch Interviews? Schon einmal der Hinweis für das nächste Spiel morgen ab 19 Uhr. Pflichtspiel, das Spiel Italien gegen Griechenland statt. Gewinnen uns freuen, Sie den Welter Fischstadion begrüßen zu dürfen. Das habe ich aber nicht auf der Liste, ne? Thank you.
Du hast Holger, ja, ne? 75. Spielminute, Schweden mit Sieg erneut. Roter Komplex, Sieger ist wieder mit der Nummer 9, Rita Essam. Neu im Spiel ist die 21, Sonnenson und Kevin Maraya. Thank you.
Thank you.
Deutschland 16. Vorwärts kommt in der 84. Minute Klaus Hechtelberg mit der 17. Neun Spieler spielen mit der Nummer 9, Arjen Kuhler. Thank you.
Die Nachspielzeit im Spiel Deutschland gegen Schweden beträgt 4 Minuten. Ist mir jemand zusammen, der ich das häufiger guckt? Ja, hast du einen richtigen Freund? Thank you.
Das ist Deutschland gewinnt im ersten Spiel der Euro-Olympischen mit 2:12 gegen Schweden. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen um 19 Uhr wieder hier zum Fischstadion kommen würden.